Hallo meine Lieben, hier ist der Pater Klaus. Matthäus gibt uns wieder einen Teil seines Evangeliums, nämlich Kapitel 6, Vers 24 bis 34. Und ich habe es letztes Mal schon ein bisschen anklingen lassen. Jesus wird noch einmal so ganz kindlich vor dem Vater und er sagt Folgendes. Sorgt euch nicht um euer Leben, um das, was ihr anzuziehen habt, das, was ihr essen und trinken sollt, um euren Leib. Schaut euch die Vögel an, schaut euch die Lilien an. Und wir kommen uns so ein bisschen vor wie im Kindergarten-Gottesdienst oder im Kindergottesdienst und wir erzählen den Kindern, dass sie lieb sein sollen und auch dem himmlischen Papa vertrauen können. Aber hey, es ist nicht ein Kindergottesdienst, sondern es ist Jesus Christus, Mensch gewordener Gott, der eines Tages am Kreuz stirbt und den Kampf gegen Satan sehr gut kämpft und kennt, der uns diese Sachen sagt. Diese Dinge, die wir vielleicht so ein bisschen abtun als Hippie-Wortschatz, ja, Flower, Power, seid lieb zueinander und Gott wird für euch sorgen. Das sind Worte, die Gott selber zu uns spricht und wir müssen uns fragen, wie wir damit umgehen. Sorgt euch nicht. Und Jesus sagt vorher einen wichtigen Satz, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Und dort, wo unsere Sorge ist, da ist auch unser Herz und da ist eigentlich auch unser Gott. Und wenn Jesus sagt, sorgt euch nicht um die weltlichen Dinge, dann sagt er damit gleich auch indirekt, hey, sorgt euch lieber um die göttlichen Dinge des Vaters, weil Gott Vater sich auch um euch sorgt. Also er ist nicht jemand, der einfach nur sagt, lebt naiv dahin, sondern er fragt, wo ist euer Zentrum? Und deshalb, er sagt nicht, wir sollen uns nicht um die Dinge dieser Welt kümmern. Er verwendet nicht das Wort kümmern, er sagt, sorgt euch nicht, weil Sorge und Besorgtheit ist, es fokussiert mich, es frisst mich auf, es nimmt mir meine ganze Energie und er sagt, das ist die Welt nicht wert, das ist nicht das Zentrum eures Lebens. Macht Gott zum Zentrum eures Lebens und dann könnt ihr in dieser Welt leben wie Kinder, die von einem Vater versorgt werden. Arbeitet in der Welt, kümmert euch um die Welt, tut alles, was in der Welt notwendig ist, macht euren Abwasch, macht eure Abrechnung, macht das alles, geht studieren und lernt, aber lasst euch davon nicht in Beschlag nehmen. Sorgt euch nicht. Wahnsinns wichtige und tolle Botschaft für heute. Unglaublich schwer für uns, das umzusetzen. Aber lasst das an euch ran und bittet den Herrn, dass er euch hilft, eines Tages in dieser Freiheit leben zu können. Das ist ein wunderbares Leben. Und dann werdet ihr erfahren, was es bedeutet. Ich bin gekommen, dass sie Leben in Fülle haben. Voller Dynamik, voller Vertrauen. Das möchte Gott uns schenken. Schönen Sonntag. Gott segne euch.